Ja, ihr seht's, Lucasfilm Games, später LucasArts, wie ich gerade aus sicherer Quelle erfahren habe. Ja, ich habe es angekündigt per Bulletin oder wie auch immer man das nennt. Ein Zwischenprojekt zu Dragos Let's Play Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Hier das Pendant Indiana Jones and the Last Crusade, der letzte Kreuzzug. Und an meiner Seite niemand geringerer als der Teilzeit-Mexikaner und Hobby-Alkoholiker himself, Mexican Dake. Yo, yo, yo. Ich bin dabei, so wie bei Drago schon. Jetzt mache ich auch noch mit. Also, ja. Alle im Indie-Fieber, alle hier, alle im Indie-Fieber. Alle im Indie-Fieber. Ursprünglich hatte ich vor, beide Spiele zu Let's Playen, aber Drago war schneller. Ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Drago, das ist Dragonios. Das seht ihr unten in der Videobeschreibung oder hier so als Kommentar eingeblendet. Genau. No. Irgendwie sowas ist das. Ja. Irgendwer. Naja, gut. Wir sind am Barnett College in New York im Jahre 1938. Ja. Ne? Schön. Schönes College. Hallo Markus. Indy, du bist zurück? Ja, und ich habe das Kreuz von Coronado. Wunderbar, ich weiß, wie lange du danach gesucht hast. Wir müssen den Text wieder runterstellen. Mein ganzes Leben. Nein, die sind nur ein bisschen aus der Puste. Das ist, Nein, Indy, warum bist du so nass? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Frag lieber nicht. Okay. Ich muss erstmal aus diesen nassen Sachen raus. Weißt du zufällig, wie ich bei Scum die Textgeschwindigkeit einstellen kann? Drago weiß das. Frag ihn mal. Ja, Drago, der nebenbei noch zuguckt. Drago, sag mal. Der hat sich Numblock kannst du Minus und Plus kannst du die Subtitles. Okay. Du kannst jederzeit F5 drücken, sagt mir gerade bei Indy. Zum Speichern. Das ist scheißegal. Okay, das sollte reichen. Ja, ihr habt das gehört, Dragonios. Und bisschen... jetzt verschwinde wieder. Hey, was machst du in unserem Let's Play? Hau ab. Naja. Ich weiß es nicht. Gut, ihr seht, Indiana Jones, ein textbasierendes Rollenspiel aus dem Jahre, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich alt. 89. Wollte ich gerade sagen. Was können wir machen? Wir könnten... Ach, ich zeige euch das einfach. Nicht in meinem besten Anzug, der wird ja ganz verknittert. Ja, Indiana Jones, Action geladen, wie man es kennt, bieten natürlich auch Möglichkeiten zum Kämpfen. Hier seht ihr es, der durchtrainierte Indy in seinem besten Dresscode. Ja, mit Hut. Hallo, Dr. Jones. Dr. Jones, wir wollen mit Ihnen kämpfen. Seien Sie sanft. Ich bin etwas außer Form. Ja, jetzt können wir ein bisschen üben, weil auch, wie gesagt, Kampfpassagen in diesem Spiel vorkommen werden. Genau. Und hier kann man sich halt ein bisschen was dingsen, ne? Also ein bisschen was beibringen. Seien Sie sanft. Achso, wir können hier, genau, mit dem Numlock können wir rumlaufen. Ihr hört die krassen Kampfeffekte hier, so diese... kann hier sogar abblocken, guck mal. Hast du gesehen? Geil, ey. Das ist richtig Taktik. Das erinnert mich damals, als ich eine 3 anstatt eine 2 für meine Klausur bekommen habe in Sport. Da haben wir das nämlich ähnlich ausgefochten. Geil. Ja. So muss das. Letztendlich habe ich dann eine 5 bekommen und habe auch keinen Einwand mehr erhoben. Ja, wir haben den Bock. Am Boden lag's. Ja, 10 Minuten später. Wollen Sie nochmal? Ich dachte, ich spreche den. Achso, ja. Ich habe vergessen, dass du auch noch da bist. Ja. Für heute habe ich genug. Vielleicht ein andermal. Ja, super, dass ich jetzt gerade die Zeit nicht sehe, aber ist mir egal. 3:26. Gut. Ach, die ist direkt unter mir und ich gucke einfach rechts, ist scheißegal. Okay, was können wir machen? Wir haben hier ein Optionsmenü, ihr seht das, drücken, ziehen, geben, öffnen, schließen, schauen, ihr könnt selber lesen. Ein Haufen Verben zu damals noch, also genau. Gab es noch einen Haufen, ey. Danach haben wir das reduziert, später. Wir könnten jetzt zum Beispiel den Hammer mit der Glocke verwenden. Indy läuft dahin. Ja, er hat... dreimal geklingelt. Oh, lustig. Damals festgekettet. Ja, wir können Türe oder Dinge schließen. So. Den Schalter da, das ist zum Beispiel, dass man den... Man den kann ihn drücken und das Lustige ist, dass ja noch... Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Das war noch wer, ist das nochmal ein anderer? Mach sofort das Licht wieder an! Gut. Dass es auch Schalter ein und Schalter aus gibt, was total unsinnig ist. Ja, genau. Gut, aber genug hier in der Sporthalle Zeit verplempert. Wir gehen mal gucken. Ihr seht, Reise und Rede, das sind Optionen, die meines Wissens nach nicht immer auftauchen. Die gibt's, sofern die Möglichkeit besteht. Ihr werdet das bei Reise später sehen. Ihr seht es jetzt gerade selbst noch. Reise ist grau unterlegt, das heißt, wir haben keine Möglichkeit zu reisen. Rede mit. Ja, ich klicke die an, aber die wollen einfach nicht reden. Der auch nicht. Aber Markus möchte reden. Markus, ja. Hallo Markus, habe ich was verpasst, während ich weg war?
Okay, ja, glaube ich. Erinnerst du dich letzten Monat, also für Professor Mulbray die teure mexikanischen Statuen datieren sollte? Ja, jetzt wisst ihr auch, warum der hier ist. Ja, wegen den Statuen. Das ist kein Ding. Ja, diese billige Imitation. Natürlich glaubte er mir erst, nachdem ich sie zerbrach und ihm den Querschnitt zeigte. Und, ein bisschen Ach, schneller. ja, genau, ein bisschen höher wieder. Das ist ja. So alt sind wir dann auch wieder nicht. Das war vielleicht etwas hart in seinen Situationen. Okay, wir können. Sei kein Spielverderber, Markus. Er hat es so gewollt. Hier, er hat es nicht anders gewollt. Ach, vergiss es. Glückwunsch nochmal für das Kreuz. Was für ein Kreuz haben wir? Danke, wir können mein Honorar später besprechen. Bei gutem Essen und Champagner. Also scheint es etwas höher ausgefallen zu sein, das Ja, Honorar. das ist so. In die drei holt er das doch. Das Kreuz von Corona oder so ähnlich. Weiß ich Das nicht mehr, wie er. Goldkreuz. Okay. Wo ist Markus hin? Der Ah. geht, ich habe keinen Bock. Heute kommen wir ja keinen Bock mehr, ne? Ich Ah, glaube, wir was können ist den Schaukasten öffnen. Nein. Die sind da ganz gut aufgehoben. Was mich ein wenig stutzig macht, bei The Fate of Atlantis ist es so, dass wenn du mit der Maus über einen bestimmten Gegenstand drüber gehst, es unten direkt angezeigt wird. Hier ist das nicht der Mhm. Fall. Ja, das ist ein bisschen oldschooliger noch. Ja, das wird aber später die ganze Sache ein wenig erschweren. Da bin ich doch für da. Dass Studenten, ich Studenten, schaue. etwas Geduld bitte. Ich bin sicher, Dr. Jones ist bald zurück. Ach so, das ist eine Frau. Eine Frau im Stimmenbruch. Aber wir warten schon den ganzen Tag auf diese Zeugnisse. Am besten finde ich den rechts daneben der Tür, der da immer so nach links und rechts guckt. Aus dem Wind. Der eine da, der Muskelprotz da mit den Büchern. Okay. René, was ist hier passiert? Oh, ich bin so froh, dass Sie da sind. Diese Studenten sind sehr sauer. Gut, gehen wir einfach mal nicht näher drauf ein. Öffne einfach die Tür und hau Wir ab. gehen einfach die Tür öffnen. Hey, hör auf zu schubsen! Müssen wir mit den Studenten. Ach, wir müssen noch mit den Studenten, glaube ich, reden, kann das Ja, sein? ihr müsst irgendwie sagen. Aus dem Weg, Kinder! Die Blagen. Hey, nichts geht mehr! Wir wollen unsere Zeugnisse! Das dritte musst du nehmen. Ja? Ja. Hey, immer mit der Ruhe! Wir können das ruhig besprechen. Ach so, Ich doch will. nicht. Ja. Das ist doch nochmal ein Augenblick, Leute. Das finden Sie ja eine Lösung ein. Okay. Einen Augenblick. Ja. Ja. Was wollen Sie denn tun? Ich warte. Wieso ist das denn. Ruhig bleiben. Ich habe eine Lösung, die fair für alle ist. Oh, solange es eine faire Lösung gibt. Ja, Da, genau, das nochmal. Irene, machen Sie eine Liste und ich sehe alle nacheinander. Okay. Siehst du? Wir haben es durch die Studentenmassen geschafft. Das wird sich nicht lange aufhalten. Ich gehe besser nicht nochmal da rein. Okay, wir sind in seinem Büro oder sowas. Könnte sein Büro sein. Ja. Heißt Wasserboiler. Also ich muss sagen, bei mir, als ich das letzte Mal, das klappt so nicht. Dass ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe, das ist schon eine ganze Weile her. Eine Medaille, können wir die mitnehmen? Nein. Aber ich versuch's trotzdem. Das brauche ich nicht. Muss die Stimmt. Briefe da wegtun. Werbesendungen. Wie macht man denn? Drücken, ziehen, nimm? Ja, Ja, wir haben. alle einfach nehmen. Okay, Weil ja, dort. der wesentliche Fokus dieses Spiels liegt auf dem Finden des Grals. Aber um dieses Ziel zu erreichen, ja, ne? Ich kann den Satz einfach nicht beenden. Das sieht wichtig aus. Den anderen Müller sich hier. Ja, um dieses Ziel zu erreichen, wird einiges an, sag ich mal, wenn man das Spiel nicht kennt, Hirnschmalz abverlangt. Ihr werdet das sehen. Da ist es. Es ist das Graltagebuch meines Vaters. Genau. Denn der Vater, Henry Jones, wird hier auch eine tragende Rolle spielen. Ich würde sagen, sogar der, ja, der wichtigste Charakter neben Indy. Ja, der zweite. Dann kann sie auch später immer wechseln, dann noch Ich sehe nichts, ab was mir und zu. jetzt weiterhelfen könnte. Ja, das Graltagebuch, das wird uns in diversen Situationen tatsächlich sehr viel weiterhelfen. Man sieht, was ich noch sagen wollte, hier sind noch ein paar Anspielungen auf andere Lukas-Arzt-Dinger. Wie du siehst, hier ist Sam und Max an der Seite. Links, Hier? also Hier? das. Kann ich nicht. Ich habe Sam & Max nie gespielt. Ich gucke gerade mal durch. Hast du Ja, leider was verpasst. LucasArts lässt sich in so Sachen nie Aber lumpen. was mir gerade auffällt, das Spiel ist ja von 89 und Sam und Max kam viel später raus, 93 oder so. Deswegen ist Vielleicht. das wahrscheinlich eine ältere Version hier. Es könnte aber durchaus sein, dass es schon eine Anspielung war für die in der Entwicklung befindeten Spiele. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich aber nicht genau. Gut, ihr habt gehört, Indy will nicht mehr mal da raus. Deshalb gehen wir einfach durchs Fenster raus. Dr. Joe! Achso, das bist du. Ja, Dr. Jones, wollen Sie uns bitte? Das sind so Bösewichte, die müssen so böse Ja sprechen. gut, wenn Sie uns so nett fragen, dann ja, würde ich sagen, klingt fair. Kein, bitte, jo, kein Ding, ey, sagt er dann. Das ist Ja. genau so, hat das Indy auch gesagt. Aber Ja, aus da, ja, aber aus ja.
Guten Morgen, Dr. Jones. Hatten Sie eine angenehme Fahrt? Ich sehe da oben nicht immer alles. Ich werde nicht oft von zwei Revolvermännern abgeholt. Meine Leute haben Sie hoffentlich nicht beunruhigt. Mein Name ist Donovan, Walter Donovan. Ich weiß, wer Sie sind, Mr. Donovan. Ihre Spenden an das Museum waren immer sehr großzügig. Einige Stücke Ihrer Sammlung hier sind wirklich beeindruckend. Wie Sie, Dr. Jones, habe ich eine Schwäche für Antiquitäten. Sehen Sie das hier mal an, das dürfte Sie interessieren. Ja, und ihr seht, das ist alles eine Sequenz. Frühe christliche Symbole, Mitte 12. Jahrhundert. Woher stammt der Stein? Aus den Bergen nördlich Ankara könnte es. Was steht da hinten? Könnte es. Können Sie es übersetzen? Der obere Ich Teil hab da fehlt, oben. aber der Rest Ich hab da halt so einen Balken. wird in einem. wird in seinem Inneren der Quelle ewig Lebens sprudeln, durch die Wüste der Schlucht des Halbmondes. Wo die Schale, die das Blut Jesu Christi enthält, für alle Zeiten ruht. Der Heilige Gral, Dr. Jones, bringt jedem aus ihm, der aus ihm trinkt, das ewige Leben. Gut, der Traum eines alten Mannes. Der Traum eines jeden Mannes, inklusive ihres Vaters. Er ist doch der größte Gralgelehrte in der Welt. Ja, eben kurz angesprochen. Auf jeden Fall wird er gerade einen Versuch unternommen, den Gral zu bergen. Wird gerade einen Versuch unternommen. Ja, aber die Tafel ist nicht vollständig. Wo sollten Sie suchen? Wir werden das für die nächste Aufnahme ändern, dass Mexican Dake auch mehr sieht. Diese Tafel hat zwei Marker, die drei Ritter auf dem ersten Kreuzzug zurückließen. Ja, und hier ist eine unbezahlbare Ming-Vase. Dieser franziskanische Manuskript sagt, der zweite Marker Ritter, was steht da? Was steht da? Begraben. Achso. Er sagt auch, dass eine Beschreibung des Grals auf dem Weg zum Grab des Ritters gefunden werden kann. Hier steht auch, dass es ein Gemälde gibt, das eine Frage meines Vaters beantwortet. Leuchtet der Gral? What the fuck? Aber hier steht nicht, wo man das Grab des Ritters findet. Unser Teamleiter war sicher, dass es sei in Venedig. Das Wort habe ich nicht und dort ist auch er verschwunden. Italien. Und Achso. dort ist er auch. Ja, genau. Ja, wir werden das gleich ändern. Die Aufnahme geht eh nur noch 2 Minuten. Ich möchte, dass Sie die Expedition übernehmen. Sie haben den falschen Jones. Reden Sie mit meinem Vater. Das haben wir getan. Er ist der Mann, der verschwunden ist. Ja, schlagfertiges Argument. Zirp. Ja, okay. Wir könnt. Ja, ihr seht, jetzt wird gerade, wo ich es gerade so bemerke, Reise wird angezeigt. Das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir beim nächsten Mal. Das sollte jetzt erstmal nur eine kleine Einführung in dieses Spiel sein. Ich hoffe, ihr werdet Spaß mit dem Spiel haben. Wir haben es bestimmt. Wir haben es, also definitiv, ich glaube, das, keine Ahnung, Leute, es ist 22 Uhr, ich habe bis eben geschlafen und ich habe keine Ahnung, schon. Wird schon irgendwie. Leute, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!